Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wasserzeichen, zur ersten Monatshälfte im Februar. Vom 1. bis zum 15. Februar 2021 möchte ich hier, lieber Fisch, Krebs, Skorpion, für dich in die Energien schauen, die durchaus sehr, sehr kraftvoll da sind, die neue Ideen bringen, die, ja, das, was in der Tiefe liegt, an die Oberfläche bringt, in allen erdenklichen nur Formen. Und wenn du so astrologisch den Himmel betrachtest, da ist einiges in Action. Und so möchte ich hier gerne mit dir mal schauen, wie sich das auf der energetischen Ebene, auf der Seelenebene zeigt. Mein Name ist Sirut Sabina Haller. Und alle Infos zu meinen Karten, die ich hier verwende, zu den Karten-Readings und auch zu einem persönlichen Reading, findest du unten in der Infobox. Ja, spannende, sehr, sehr kraftvolle Energien und es zeigen sich täglich, muss ich wirklich dazu sagen, alte innere Themen, es zeigen sich täglich Verwandlungen, täglich neue Ideen und ich bin jetzt mal gespannt hier, liebes Wasserzeichen, was sich bei dir als Energie zeigt und wie sich diese erste Februarhälfte zum Ausdruck bringen möchte. So, als erstes ziehen wir hier eine Energiekarte. Und dann haben wir schon mal ein, wow, ein Stück des Weges, Lightning, der Blitz, plötzliche Veränderungen oder Herausforderungen, vielleicht, ja, trifft dich ein Blitz der Erleuchtung, der Erkenntnis, vielleicht aber auch ein Blitz, der Altes aufbricht. Die Energie hier ist ähnlich wie im Tarot der Turm und ja, es ist auch wie ein Geistesblitz, wirklich wie so dieser Moment, dieses Wow, ja, jetzt fügt sich dieses Bild zusammen. Es besteht auch ein bisschen eine Warnung, also vorsichtig zu sein, nicht. Oh, das kommt jetzt gerade dazu, das ist spannend. Nicht überall mit der Tür ins Haus zu fallen, weil das könnte ja dann für andere fast so ein Blitzschlag, ein Turmmoment zu sein. Also ich glaube, es geht hier auch um das richtige Maß. Lass uns mal schauen. Wow, hier schwappt schon eine rum. Die sieben Kelche. Die sieben Kelche hier auf dem Bild sehen schon richtig verlockend, verführerisch da aus, ne? Die sieben Kelche im herkömmlichen Tarot ist die Illusion. Und hier auf dem Bild zeigen sich sieben leuchtende Sterne, sieben Wünsche, in deinem Herzen. Mir fällt jetzt gerade die sieben Schwäne ein. Warum das jetzt dazu kommt, weiß ich noch nicht, weil da geht es ja auch um Verwandlung, um Illusion. Diese sieben Brüder, die da in Schwäne verwandelt wurden und in dem tieferen Blick ins Herz konnte die Schwester die sieben Brüder erkennen. Nur für die anderen waren sie eben als sieben Schwäne sichtbar. Und in dem Zusammenhang hier mit diesem Blitz kann das sein, dass da in deinem Leben etwas sichtbar wird, was du vorher vielleicht noch nicht gesehen hast, dass etwas für dich noch klarer wird, dass sich
Illusionen viel, viel leichter durchschauen lassen. Also ich bin jetzt hier wirklich gespannt, was das Tarot dazu sagt. Zack. Die Hohepriesterin, wow. Lass uns mal schauen, was hier noch kommt. Gefühlt habe ich hier schon, ja, dass du hier eine wirklich tiefe Erkenntnis für dich erhältst, die wirklich richtig Klarheit bringt. Der König der Schwerter, der ist hier vollkommen klar in seinen Entscheidungen. Mit der Hohepriesterin zusammen nehme ich diese Energie wirklich so wahr, dass du ganz klare Impulse von deinem Unterbewusstsein, von deiner Seele, von deiner Intuition erhältst. Dass da wirklich in diesen ersten 14 Tagen des Februar hier ordentlich Klarheit in dein Leben kommt. So, ich möchte aber jetzt gerne hier mal noch ein bisschen mehr wissen. Weil das ist eine, ja, schon eine klare Aussage, aber dennoch ziemlich spärlich. Der König der Kelche. So, jetzt haben wir hier bei dir als Hohepriesterin zwei Herren liegen. Das ist natürlich spannend. Das können innere Anteile sein, das können aber auch Personen sein, mit denen du im Außen zu tun hast. Und dass dir da nochmal einiges klar wird. Zu den einzelnen Personen, zu den Illusionen vielleicht. Die Sonne. Sorry, ist eine ziemlich platte Redensart, aber hier wird dir ein Licht aufgehen. In welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass da in dir, wow, ein Aspekt neu geboren wird, den du bisher unter den Scheffel gestellt hast, also dein Licht unter den Scheffel gestellt hast, wo du dich klein gemacht hast, wo du dich zurückgehalten hast, wo du nicht deinen Platz hier eingenommen hast. Eine Karte hätte ich jetzt hier erstmal gerne noch. Also es ist eine sehr, sehr spannende Energie, die ja, dich wirklich dazu einlädt, dich auf deinen Platz zu stellen. Und an der Unterseite die Königin der Schwerter. Dich wirklich auf deinen Platz zu stellen, in deine Kraft hinein und hier mal ordentlich in deinem Leben aufzuräumen. Mit den Illusionen aufzuräumen, mit dem, was du dir so vorstellst. Und wie gesagt, das kann sein, dass sich das jetzt hier auf unterschiedliche Personen in deinem Leben bezieht, wo du merkst, dass du da Illusionen aufgesessen bist, wo du merkst, dass dir da Versprechen gemacht wurden, die nicht gehalten worden sind. Vielleicht hast du auch etwas gesagt, etwas getan, wo du jetzt im Nachhinein merkst, wow, da war ich nicht so ganz bei mir und dass diese Mauern vielleicht auch jetzt einstürzen. Ich bin immer hier mit meinem Blick hier auf dieser Lightning-Karte. Das ist ja hier unten schon ziemlich dunkel, also so wie so verkrustet. Und dieser Blitz, der da reinhaut, der öffnet das. Der öffnet da alte Verkrustungen, alte Schichten, alte Mauern, was auch immer du da um dein Herz gelegt hast. Und dort heraus steigt ja dieser Engel auf. Ich muss die Karte nochmal hier vornehmen, ohne dass mir das alles hier oben umstürzt. Aus diesen
dunklen Verkrustungen hier steigt ja die Energie empor. Und es ist gut möglich, liebes Wasserzeichen, dass du in diesen ersten zwei Februarwochen dazu eingeladen bist, in deiner Tiefe zu schauen, welche alten Muster da gerade noch wirksam sind. Es geht nicht darum, die zu verurteilen oder die wieder wegzudrängen oder dich da reinfallen zu lassen. Es geht wirklich um deine klare Entscheidung, um dein Bewusstsein, dass dir bewusst wird, wo du da in einer Illusion hängst, dass du dir bewusst wirst, was deine Intuition dazu sagt und dass du dir bewusst bist, hier ganz klare Entscheidungen zu treffen für dich, für dich, für dein Licht und für deinen Platz. Es geht darum, dich auf deinen Platz zu stellen, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, die Verantwortung vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld zu übernehmen. Das können jetzt Kinder sein, das können alte Menschen sein, je nachdem. Aber in erster Linie die Verantwortung für dich zu übernehmen. Und ich habe gerade gestern in einem Tarot-Reading gesagt, der Satz, der mich letztendlich am kraftvollsten durch meine Trennung, durch meine Scheidung hindurchgeführt hat, war: Ich bitte um die höchstmögliche Lösung für alle Beteiligten. Also das, was zum höchsten Wohl für alle Beteiligten ist. In dem Moment fällt das Ego raus. Das möchte zwar wissen, wie eine Situation ausgeht, und doch gebe ich mich dann letztendlich in die Hände einer größeren Macht, einer höheren Macht, meiner Intuition, in die Hände Gottes, so wie die Königin der Schwerter hier sitzt und sagt: Okay, Leben, ich bin da, ich bin bereit, gib mir das, was jetzt für Heilung ansteht, gib mir das, wo ich jetzt hinschauen darf, um diese Essenz in die Welt zu bringen. Und ich glaube, darum geht es, wirklich diese Illusion zu durchschauen. Ja, wir haben alle unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und doch da mal tiefer zu schauen, wo kommen diese Wünsche, diese Sehnsüchte her? Aus dem Ego, aus dem Herzen. Sind es Wünsche, Sehnsüchte von anderen Menschen, so wie ich mich verhalten soll oder wie ich sein soll? Und dimme ich daher mein Licht? Oder bin ich bereit, mich hier ganz pur und nackt in die Welt zu geben, im Wissen, dass da ein riesiges Potenzial in mir liegt, dass das Leben sich durch mich hindurch tagtäglich in jedem Moment neu entfaltet. Und dann damit zu sein und nicht mehr dich mit Kleinigkeiten zufrieden zu geben oder mit hier schönen Versprechungen, dein Licht nicht mehr zu dimmen, sondern dich ganz klar auf deinen Platz zu stellen, ganz klar hier deine Flügel auszubreiten. Mein lieber Schwan, also ehrlich, wow, ich falle ja hier auch in das Element Wasser hinein, wie ihr wisst, und von daher, also ich bin neugierig, was sich hier so zeigt. Vor allen Dingen auch, welche Illusionen sich da zeigen und was so dieser Geistesblitz. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein kurzer Geistesblitz, so ein Moment, so ein Bäm, wo du denkst, yes, Baby, genau so. Ja, Leben, ich bin hier. Ich bin bereit, hier meine Hausaufgaben zu machen, meinen Platz einzunehmen. Cool, oder? Also, ich finde es spannend. Ich habe auch für euch, liebe Wasserzeichen, hier, ich glaube, man sieht es an dem oberen Rand so ein bisschen, nochmal für jedes Zeichen
eine extra Botschaft springen lassen zu Beginn und die möchte ich euch jetzt hier gerne noch vorlesen und zeigen, bevor ich dann in die Fortsetzung eintauche, weil ich bin wirklich gespannt, was sich hier in der Tiefe zeigt. Also nochmal eine Ebene tiefer. Aber jetzt erstmal hier zu euren Botschaften für die Fische. Freude ist die wahre Schöpferin. Schau da, was du hier für Versprechungen erhältst, wo du da dein Licht dimmst, deine Freude zurücknimmst. Und ja, nutze diese Energie dieses Blitzes, um da wirklich ganz in deiner Freude anzukommen. Für die Krebse. Ich kann mich in jedem Augenblick der Macht der Liebe hingeben durch ein Gebet, Kontemplation oder Stille. Und hier glaube ich, liebe Krebse, es geht darum, tiefer in deine Intuition einzutauchen, in deine Seelenverbindung einzutauchen. Und es kann durchaus sein, dass dieser Blitz hier bei dir ein bisschen leiser, ein bisschen verhaltener kommt und womöglich diese Illusion, die da ja sich auflösen, dass dieser Aha-Moment in der Stille auftaucht und dir ein ganz klares Bild schenkt. Und für die Skorpione. Ich tue alles, was nötig ist, um mich dem Bewusstsein zu öffnen. Auch hier wieder still werden, bei dir ankommen. Das spricht ja die Hohepriesterin sowieso auch. Also wirklich da bei dir ankommen, tief in dein Herz hinein atmen und dann wirklich mal zu spüren, was da notwendig ist, um diese Verkrustungen da in dir zu öffnen, zu lösen, um die Illusionen zu durchschauen, um da wirklich ganz klar deiner Intuition ja noch mehr Raum zu geben. So spüre ich das. Ja, meine lieben Wasserzeichen, eine wirklich kraftvolle Energie. Und ich möchte jetzt hier in der Fortsetzung, wie gesagt, nochmal ein Stück tiefer schauen, wie du da ganz kraftvoll in deine Erleuchtung letztendlich eintauchen kannst, in deinen Aha-Moment und dich dem Leben auf deinem Platz hingeben kannst. So nehme ich das wahr. Den Link zur Fortsetzung, ich weiß gar nicht jetzt, ob ich das schon gesagt habe, den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und ich freue mich da wirklich, dir gleich wieder zu begegnen. Und ansonsten allen, die da nicht mitkommen, ja, erlaub dir, Raum zu schaffen, aufzuräumen in deinem Leben, damit dein Licht hier in die Welt leuchten kann. Alles Liebe zu dir.